Guten Abend hier mittlerweile am 11. August 2020. Ich befinde mich jetzt hier noch vor dem Haus, da wo der Kran in etwas steht, wo bis zuletzt eine Menge Material stand, aber man kann es sehen, es wird hier immer aufgeräumter. Hinter mir befinden sich sogar schon die Hebebühnen, die braucht man jetzt hier im Obergeschoss nicht mehr. Die werden sicherlich in den nächsten Tagen abtransportiert werden, beziehungsweise es wurde auch schon ganz stark damit angefangen, hier jeden Tag und jeden Abend ein bisschen was mitzunehmen. Das schaut hier deutlich aufgeräumter auf, man hat hier deutlich mehr Platz jetzt in dem Bereich. Und da selbst auf der anderen Straßenseite, wo ja so ein bisschen das Quartier der Bauarbeiter eben eingerichtet worden ist, da wird es auch aufgeräumter. Und wenn alles gut läuft, dann ist das Bauvorhaben oder die Rohbauphase zumindest hier in den nächsten Tagen schon abgeschlossen. Also das soll jetzt hier eben morgen die Geschossdecke aufgelegt werden und im Anschluss daran, im Dachgeschoss selbst muss man nichts mehr mauern, ist der Rohbau jetzt von den Mauerarbeiten her fertig. Und dementsprechend geht das jetzt hier auf die Endphase zu. Gearbeitet wurde ja hier jetzt in den letzten Tagen im Wesentlichen am Obergeschoss. Das ist jetzt mehr oder weniger fertig. Ich nehme euch da jetzt mal kurz mit und zeige euch den aktuellen Baustand. Bis gleich. Den besten Überblick erhält man jetzt hier vom Gerüst aus, außerhalb des Gebäudes, wenn man von oben halt so ein bisschen hineingucken kann. Und man kann sehen, dass die Mauern jetzt hier, selbst die Innenwände, alle schon auf das endgültige Niveau hochgezogen worden sind. Die Türen sind eingesetzt. Und ja, das schaut halt aus wie ein Geschoss von oben. Es fehlt im Bad noch eine kleinere Mauer, die zeige ich euch noch gleich. Aber ansonsten sind hier die Arbeiten eben abgeschlossen und morgen soll tatsächlich auch am Nachmittag schon, wie gesagt, die Geschossdecke hier aufgelegt werden. Hier jetzt mal ein Blick von oben in das spätere Schlafzimmer in diesem Fall. Und man kann sehen, hier ist jetzt nicht sonderlich viel Platz, um sich zu bewegen. In dem Fall ist hier eben eine Menge Material verarbeitet worden. Dabei ist eine Menge Müll entstanden und das muss eben auch noch entsorgt werden, bevor jetzt es hier dann weitergeht. Aber so schaut es in etwa in jedem Zimmer aus und man tut sich teilweise schwer, sich da zu bewegen. Insbesondere auch aufgrund der Leerrohre und der Austritte der Leerrohre, die ich da ja vorbereitet hatte, muss man echt ein bisschen aufpassen, wo man sich hinbegibt, ohne da jetzt irgendwo dagegen zu laufen oder irgendeinen Schaden anzurichten. Hier noch ein kurzer Kameraschwenk von der gegenüberliegenden Seite, sodass man auch die anderen Zimmer von oben mal sehen kann, zumindest erahnen kann. Und grundsätzlich schaut das halt überall gleich aus. In dem Fall, das ist jetzt hier ein Kinderzimmer. Aber ansonsten sind die Wände, wie gesagt, schon auf dem endgültigen Niveau. Oben drauf ist wieder diese Abdeckung, damit da halt kein Wasser an die Wände eintritt, beziehungsweise auch bei den Betonierarbeiten, wenn es da einen Spalt geben sollte, damit der Beton da nicht literweise hineinläuft. Aber ansonsten sieht das eben überall gleich aus. Es wurde auch schon wieder vorbereitet, wie man hier sehen kann. Diese Verankerungen, die wurden eben schon montiert. An die würde ja dann später, kommt so eine Dreieckskonstruktion, so ein Gerüst, so ein Geländer. Und an das Geländer wiederum kommt dann die Schalung für die Geschossdecke. All das wird da eingespannt. Da hinten wurde ja damit schon begonnen. Aber die Arbeiten sollen dann eben morgen und übermorgen soweit durchgeführt werden, damit man dann halt am Freitag die Geschossdecke gießen kann. Was man von hier aus gesehen jetzt eben auch besonders gut sieht, ist hier der Knick im Kran. Das hatte ich ja im Vorfeld im vorangegangenen Video schon erklärt. Der Kran seit einigen Tagen machte halt diesen auffälligen Knick in der zweiten Hälfte. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass halt in der Zwischenzeit da drüben ein weiterer Kran aufgestellt worden ist, der dann auch am Abend immer wieder mit solchen Drahtseilen halt an Ort und Stelle gehalten wird. Dieser Kran ist ja windfrei gelagert, der dreht sich im Wind und damit sich die halt irgendwie nicht ins Gehege kommen oder übereinander herfallen, wurde der hier ein bisschen abgeknickt und kann dann anscheinend über den anderen hinweg sich hinwegdrehen, im Fall der Fälle. Das ist jetzt hier der aktuelle Blick auf das Treppenhaus mit den zwei relativ großen Fenstern eben, um hier auch ordentlich Licht reinzubekommen. Was hier noch fehlt, ist eben das Treppenauge. Also im Keller wurde das ja schon gemauert. Das muss jetzt hier auch noch hochgemauert werden. Das halbiert nochmal das Treppenhaus, sodass sich dann die Treppe so außen herum winden kann. Und man kommt dann halt über die Treppen hier im Obergeschoss an. Es steht dann hier so einen kleineren Flur. Hat nach links weg zwei Zimmer, das ist ein Kinderzimmer. Aktuell steht da halt noch Material und Werkzeug. Die sind relativ zugestellt. Auch hier ist zum Beispiel die Säge noch. Die Kinderzimmer selbst sind mehr oder weniger gleich groß. Und auf der anderen Seite nach rechts weg geht es halt zum Schlafzimmer, in dem Fall hier zum späteren. Da wäre der Elektrikschacht, der sich durch das ganze Haus eben zieht und bis ins Dachgeschoss führt. Und hier im Schlafzimmer gibt es dann nochmal so eine kleinere Ankleide ums Eck herum. Und wie man sehen kann, ja, hier steht eben eine Menge Zeug noch herum. Das wäre jetzt die spätere Ankleide. Hier gibt es ja so einen Durchbruch zum Flur hin. Da kommt eben so ein Heizkreisverteiler hin für dieses Geschoss jetzt. Ansonsten ist das aber jetzt hier von den
mache an den Mauerarbeiten her, eben ähnlich wie auch schon im vorangegangenen Video, sondern im vorangegangenen Geschossen, im Erdgeschoss zum Beispiel. Man hat halt hier Mauern hochgezogen. Teilweise gibt es hier Schächte, die im Obergeschoss ist das ja mit der Lüftung ein bisschen anders. Da kommt die Lüftung, wird eben über die Wand, kommt hier der Auslass hin und der verläuft eben die Leitung oder der Kanal verläuft jetzt hier über die Wand. Da gibt es ja dann diversen Stellen Ab- und Zuluft. Das verteilt sich eben so übers Geschoss und da gibt es dann überall solche Aussparungen in der Wand. Wenn man das Schlafzimmer jetzt Richtung Flur wieder verlässt, dann geht es nach links weg eben noch in das Bad im Obergeschoss. Das ist noch nicht ganz fertiggestellt. Also hier in dieser hinteren Ecke, da wird sich später die Badewanne befinden. Hier das WC mit dieser kleinen Schamwand und hier in diesem Bereich, also da fehlt die Wand eben noch. Hinter der Wand wird sich die Dusche befinden und vor der Wand eben die Wascharmatur, das Waschbecken. Da fehlt noch ein bisschen was. Man kann jetzt hier auch sehen, dass in den Wänden im Bodenbereich eben wieder Wanddurchbrüche geschafft worden sind. Die sind für die spätere Lüftung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also die Lüftung in diesem Geschoss kommt hier über den Boden heraus. Da gibt es auch wieder einen Deckendurchbruch und werden dann eben in so Kanälen hier im Geschoss weitergeleitet und verteilt. Es geht auch hin und wieder eben nach unten weg, weil das Erdgeschoss, die Lüftung im Erdgeschoss, die Zuführung oder Abführung findet eben über das Obergeschoss statt. Und dementsprechend wird es hier eine Menge von Rohren und Kanälen am Rohrfußboden nachher geben. Hier zu sehen ist jetzt der Stahlüberzug für das Wohnzimmer bzw. Esszimmer. Und zwar befindet sich unter diesen beiden Zimmern eben der Wohnzimmer- bzw. Esszimmerbereich. Und da ist eben eine relativ große Fläche abgespannt. Und da gibt es keine tragenden Wände zwischendrin. Daher hat man hier das mit so einem Überzug lösen müssen. Also man kann das jetzt entweder mit einem Über- oder einem Unterzug lösen, um dem statisch gerecht zu werden. Der Unterzug hat halt den Nachteil, dass man da irgendwie einen Balken, eine Balkenkonstruktion sieht oder sehen würde unterhalb der Geschossdecke. Beim Überzug sieht man das halt nicht, weil das von oben gelöst ist. Man kann ja den unteren Bereich hier sehen. Das ist eben dieses graue, der graue Beton. Hier wurde eben eine Menge Stahl eingearbeitet. Das wurde eingeschallt. Das hatte ich ja auch in vorangegangenen Videos gezeigt. Und dann wurde das Ganze eben einbetoniert und darauf aufgelegt wurden dann eben die Porotonsteine. Von da ausgehend wurde eben weitergemauert. Aber zumindest der untere Bereich ist eben betoniert. Was auch wiederum, also nachher wird man das natürlich nicht sehen, wenn es verputzt ist. Aber jetzt rein von den Arbeiten her sollte man da irgendwie vermeiden, da besonders viel große Löcher reinzumachen, einfach weil das statisch hoch belastet ist. Und auch von irgendwelchen Schlitz- und Stemmarbeiten, das macht im Beton natürlich wesentlich weniger Spaß als hier in den roten Porotonsteinen. Genau, das waren jetzt hier so die wesentlichen Schritte, die eben in den letzten Tagen hier erledigt worden sind. Man kann sehen, das Ganze geht von der Rohbauphase her dem Ende entgegen. Ich hatte jetzt hier leider in den letzten Tagen gar nicht so viel Zeit, hier das alles zu dokumentieren, einfach weil ich aktuell im Kellergeschoss eben selbst beschäftigt bin. Ich bin da ja nach wie vor am Schlitzen, Fräsen, Stemmen. Und ja, das nimmt dann doch überraschend viel Zeit in Anspruch. Also ich hatte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, beziehungsweise das ist im Wesentlichen ist das auch einfach von den einzelnen Arbeitsschritten her. Aber das ist dann doch unheimlich zeitintensiv, vor allem die Fräs- und Stemmarbeiten. Das ist halt mit einer Menge Lärm verbunden und ich kann jetzt hier aktuell zumindest immer bloß am Nachmittag ein paar Stündchen auf die Baustelle kommen, vom Arbeitsalltag her. Und ja, da kann man jetzt auch nicht ewig in die Nacht hinein arbeiten mit dem Lärm, mit dem das verbunden ist. Und dementsprechend zieht sich das dann jetzt doch schon über die letzten Wochen. Sobald ich da eben zumindest einen Zustand erreicht habe, der dann der Demonstration würdig ist, werde ich auch das wieder vorstellen. Das hatte ich ja auch schon in vorangegangenen Videos versprochen und dementsprechend wird es da sicherlich auch wieder bald was zu sehen geben. Aber ansonsten mache ich für heute und für jetzt eben Schluss und melde mich dann wieder beim nächsten Mal, wenn vermutlich schon eine Geschossdecke hier über mir aufliegt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!